So, es blinkt alles, was blinken soll. Festgemacht ist das Ding auch. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Ja, die können wir ausmachen. Bremse raus. Gang rein und Feuer frei. Ja, das wird heute mal ein bisschen kürzerer Trip. Boah, wir müssen das Ding bloß nach Alamosa bringen. Aber das habt ihr ja auch schon am Anfang gesehen, wo es hingeht. Jetzt wollen wir erstmal hier heil rauskommen. Eine Sprengung habe ich hier noch gar nicht so weit gehört. Aber ich glaube, die fangen ja auch erst irgendwie um 11 an oder irgendwas war da ja auf dem Schild. Soll mir aber auch egal sein, weil ich bringe das Gefährt hinten drauf. Jetzt ab nach Alamosa zu HMS. Ja, ich wäre ja gerne früher losgefahren, aber das Ganze war ein bisschen umständlich, weil der Bagger hat nämlich einen Motorschaden. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass das ein leichter Akt war, das Ding auf den Trailer zu kriegen. Zum Glück nicht verärgert, weil wir haben uns ja an das Stoppschild gehalten. Ein blauer Mack war aber nicht der von Michael. Wieso sagte ich, dass es ein kürzeres Video wird, beziehungsweise kürzere Tour? Weil wir dann in Alamosa, wenn wir da ankommen, das Ding ja auch erstmal wieder runterkriegen müssen. Und das wird auch noch wieder so ein Akt werden. Darum gehe ich mal nicht von aus, dass heute noch großartig eine neue Tour angefangen wird. Aber das sind halt so Sachen, die kommen halt vor, kann man sich halt nicht aussuchen.
Ich go straight. Da geht's doch wieder hoch zum Pikes Peak. Und wieder habe ich keine Zeit, mir das Ganze anzugucken. Das ist doch belastend. Du hast doch auch Lack gesoffen mit deinem Bus. Alter, das hätte aber richtig scheppern können. Puh. Was ist hier schon wieder los? Roadwork. Ziehen wir doch gleich rüber. Na Kollege, komm rüber. Er hat's verstanden. Das ist sehr schön. Eben, der hat doch echt nicht alle Latten am Zaun gehabt. Junge, Junge, Junge. Taco Kingdom. Kann ich nur empfehlen. Wirklich sehr, sehr lecker. Aber nehmt nicht den mit der ultrascharfen Soße. Weil das Zeug brennt dreimal. Ja, ihr könnt jetzt überlegen, was das dritte Mal ist. Ich turn doch schon, Edmund. Stay left. Heute sind aber echt eine ganze Menge Cops unterwegs. Scheinen heute Ausgang zu haben. Da ist er schon wieder im Kopf, also alter Schwede. Lass mich bloß in Ruhe. Ich will nur meinen Bagger abliefern. Mehr will ich gar nicht. Ja, jetzt unbedingt super bezahlt wird diese Tour jetzt auch nicht. Ich glaube, irgendwie knappe $700, die ich dafür kriege. Gut, ist jetzt auch nicht unbedingt die größte Entfernung, die ich hier fahren muss. Aber dennoch würde ich mir mal wieder eine längere Tour wünschen, wo auch ein bisschen mehr Geld fließt.
Pueblo. Irgendwie kommt mir die Ecke hier bekannt vor, als ob ich hier schon mal vor kurzem lang gefahren bin. Colorado ist schon ein feines Stück Erde, muss ich sagen. Da kann ich Thomas verstehen, dass er sich hier auch wohl fühlt. Es ist ein Eismannmuseum, sah ganz so aus. Ich mag Züge. Wie gesagt, beim Aufladen gab es noch einige Probleme, weil das Ding musste halt irgendwie auf den Trailer drauf. Mit Motorschaden ist war halt ein bisschen doof. Aber der wurde dann mit Radladern und allem möglichen Krempel und Ketten gezogen und geschoben und was nicht alles, bis das Ding endlich drauf war. Darum bin ich gespannt, wie die das Teil gleich bei HMS wieder runterkriegen wollen. Und mit dem Kran brauchst du da nicht anfangen. Und wieder ein Bus. Wie ich sie liebe. Kommt auch schon unsere Abfahrt. Dann dürften wir es auch nicht mehr weit bis zu HMS haben. 20 nach 2. Je nachdem, wann das Ding runter ist. Neue Ladung, wenn es eine Oversize wird. Dann ist eh nicht mehr lange mitfahren. Also und darum wird das heute mal so ein bisschen... Alles ein wenig short. Ja, Michael ist jetzt mit dem Stepdeck unterwegs, aber das habt ihr sicherlich auch schon gesehen. Ist auf jeden Fall ein schönes Teil. Wenn 53 Fuß nicht gerade ohne ist. Den Zug der Woche haben wir auch. Sind und nicht unser Kühlergrill, ist alles in Ordnung.
32 Grad. Das ist auch nicht ohne. Da bin ich froh, dass hier drin die Klimaanlage gut läuft. Sheriff. Der wollte doch sicherlich mal kurz gucken, ob alles gesichert ist. Aber warum sollte der sonst neben mir sein und sich dann wieder verkrümeln? Und der wäre locker an mir vorbeigekommen. Langsam befinden wir uns im Endanflug auf Alamosa. Zum Glück müssen wir nicht zu Bitumen, weil da ist ja die Einfahrt doch ein bisschen tricky. Was ich so bei Thomas gesehen hatte. Ich hatte ja auch gesehen, dass der jetzt ein neues Design hat. Aber ganz genau habe ich es mir noch nicht angeguckt. Ich hatte bloß gesehen, dass er da halt was, irgendwie was gemacht hatte wegen Plaster und Sand. Aber ihr werdet es ja sicherlich wissen, weil ihr werdet das Video schon geguckt haben. Ich hänge nach wie vor noch ein bisschen hinterher, habe aber so ein bisschen aufgeholt, also ein paar Sachen weiß ich. HMS. Truck Delivery. Ja, ich deliver euch was. Und zwar einen kaputten Kran. Kran sei schon, Bagger. Ja. Bremse rein, dann machen wir die Karre mal aus und ich werde mal eben gucken, wo ich hier jetzt mich melden muss zum Abladen und bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.